Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir wieder Brookhaven und zwar zusammen mit der Familie. Und Sophie hält ein Schild hoch mit der Aufschrift Manfred. Ganz geil auf jeden Fall. Ich habe Paul in der Hand und ja, mal schauen, was wir heute so alles machen werden. Sophie, sag mal bitte was kurz. Immer das gleiche, ey, wenn wir die Folge beginnen. Sophie? Ja? Ach, jetzt. Perfekt. Ja, wollen wir erstmal ein Haus bauen? Wir bauen erstmal wieder unser Haus. Ja. Der Kinderwagen glitscht immer noch unter der Erde irgendwie. Ganz geil. Nimmst du ein Haus? Ja, ich kann eins nehmen. Hey, gibt's hier ein neues Haus oder ist das VIP-Haus, was da neben dran steht? Das ist kein VIP-Haus, das ist schon immer gewesen. Was ist denn das für ein Haus? Noch nie gesehen. So, erstmal Haus bauen. Jo, ich glaube, es ist das Haus. Ach, das ist das hier. Das haben wir noch nicht gehabt. Ah, lass mal das hier nehmen. Das ist, was da unten noch steht. Weil, ja, das andere hatten wir letztens nur einen Wohnwagen. Das hier ist schon richtig geil, oder? Wo ist denn hier? Oh, ich hänge im Kamin. Jo. Ja. Hitze zu Hitze. Ja, möchtest du Babysachen bauen oder so? Hier ja, gehen? Warte, mach ich, warte. Guck mal, ich bin sogar gleich im Kinderbett mit drin. Aber ja. Guck mal, das ist doch komplett schwachsinnig gelöst. Guck mal, wenn ich jetzt Fernsehen hier schaue, dann schaue ich auf Paul und Mia. Ja. Wie soll die denn schlafen, wenn ich Fernsehen schaue? Möchtest du mir Rechte geben? Will ich das? Okay, musst du doch nicht. Doch, ich geb's dir. Ich bin nett. Dankeschön. Guck mal, da ist Günther, der Hamster. Ja, Mia ist ja im Bett. Prima. Ich leg mich auch schon mal oben hin. Wir müssen erstmal schlafen. Ja. Warte mal, ich mache erstmal die ganzen Rollos hier zu. Ja. Wie geil. Ich wollte die Rollos runter machen. Ist das da? Ah, nee, das ist das Licht. Das da ist es. Nee, das ist das Außenlicht. Wo gehen die Rollos? Hier wahrscheinlich. Nee. Ah, nee. Das ist Feuer, das ist nicht gut. Wo gehen die Rollos? Oben werden die angezeigt, so Rollladen. Und die kannst du dann zumachen. Nee. Ah, das ist es. Ich habe außerdem, glaube ich, das Garagentor aufgemacht. Ah, jetzt. Perfekt. Gut nach. Warum schlafen wir in separaten Betten? Aber ja, egal. Wir müssen. Ja, das ist egal. Das ist bei uns Standard. Wir können uns leisten. Wir haben 20 Betten. Ey, was ich richtig geil finde, ist hier das mit der Beleuchtung. Eine Treppe? Ja. Das will ich irgendwann später, wenn ich irgendwann einen Hausbau aufmache. So eine Treppenbeleuchtung, das ist richtig praktisch, da fliegst du nicht die Treppe runter. Ja. Was hast du in der Hand? Okay. Achso, ich habe kurz gedacht, du hättest so einen Elektroschocker in der Hand, aber haben wir wohl eingebildet. Ich weiß, warum ich in einem separaten Bett schlafe. es hat sich gerade bestätigt. Also irgendwie sieht das ein bisschen falsch aus. Gute Nacht, ich schlafe in meinem Küchenchen. Ja, mach das. Es ist ein bisschen eisern, oder? Es ist ein bisschen zu stahlig. Es ist Vollholz, dein Kuscheltier. Aufstehen! Du fegst schon? Oh, das ist aber schön, dass du schon fegst. Das ist deine Aufgabe, du musst sauber machen. Ich schlag dich mit dem Besen. Ja, so ist es. Aber guck mal, weißt du, irgendwie ist hier alles so gedrängt. Ich weiß nicht. Schau mal. Ist so eng? Ja, irgendwie schon. Wenn ich jetzt hier Paul nehme und tu ihn jetzt hier nach oben. Guck mal, hier oben sollte er normalerweise schlafen. Bei uns. Das finde ich nicht schlecht gemacht, aber ich finde das ein bisschen blöd, dass bei dem zweiten Bett hier einfach der Wickeltisch steht. Ja, was ist das hier? Kann ich die da drauflegen? Nee. Nee, geht leider nicht. Ich tu kurz Paul waschen. Ja. Ja, mach ich. Guck, schau es dir an. Gibt es bitte keinen Unterricht mit Feuer oder so, ja? Nein. Guck, ich tu seinen Hintern schön sauber abwaschen. Wozu haben wir Duschen? Ja, weil ich jetzt dusche. Mit Paul. Ich nehme Paul als Shampoo. Nein! Wie du einfach mit dem Ding da drin in der Dusche. Das ist aber das Geilste. Hier werden jetzt Zähne geputzt. Ja, ganz geil. Ich spuck auf dich. Ja, das ist geil. Das ist das Beste. Wie schön. Ah ja. Nebenbei duschen und Zähne putzen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Warum duschen wir überhaupt? Wir duschen beide gleichzeitig. Keine Ahnung. Das ist das Geilste. Aber man kann, glaube ich, das Ding noch nicht mal zumachen hier, oder? Nee, kann man nicht. Also im Prinzip komplett dämlich gelöst hier. Das ganze Wasser läuft hier raus. Oh, was ist denn das? Hab ich irgendwas gedrückt? Oh, wir haben sogar eine Waschmaschine. Ey, wo bist du? Bin ich erstaunt. Wo bist du? Ja, schön. Ganz schön dunkel hier. Ich gieße mal kurz ein bisschen. Ich gieße und du machst Rasen mähen. Geh vom Grill weg. Das kann bloß ich. Ich kann nur mit dem teuren Grill umgehen. Das kannst du nicht. Du flambierst. So. Ich lösche. Was? Mit der Gießkanne. Dann doch nicht. Noch nicht. Der Grill brennt aber schon. Er ist ganz schön hot. Ja. Ich brenne auch. Nein. Ich brenne auch. Ey, aber guck mal, das Blau sieht mit dem Feuer extrem geil aus. Das ist doch das perfekte Thumbnail. Ey, das ist das geilste Thumbnail, was man hier hätte machen können. Das geilste Bild. Komm, Paul, wir zünden uns nochmal an. Nein. Doch, guck mal, Paul, wir machen hier das beste Bild, was wir hier hätten machen können. Special of the special. Ey, das sieht so geil aus. Ich brauche einen Feuerlöscher. Wir brennen nicht mehr. Aber du musst jetzt hier das Ding mal löschen hier. Lösch mal, warte mal. Hier.
Wir sollten den auch ausmachen, damit er nicht weiter brennt. Jo, ich lösche immer noch weiter. Ich muss immer noch weiter löschen. Danke. Ach so, ich habe kurz die Hitze verwechselt. Ja. Ja, der war irgendwie so schlecht, dieser Witz. Aber guck mal, hier unser Hamster jetzt immer. Ja, keine Ahnung, warum der Hamster im Fernseher drin ist. Digital ist immer leichter als in echt. Ist pflegeleichter. Warum habe ich so einen Krampf? Ich sitze so richtig angespannt in der Couch. Ja. Guck mal, du hast eine viel bessere Sitzposition. Ey, was ist das für eine Position? Nacken tut vielleicht etwas weh. Siehst du das hier, was ich gerade mache? Ja. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Gucci, Gucci, Gucci. Disch, disch, so. Disch, 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 disch. Ich habe ein Spielzeug für die Kleinen. Was? Da, ein Spielzeug. Ja, aber damit spielen sie, glaube ich, nicht. Findest du nicht? Nee, hat keine Lust. Ja. Ich bringe mal im Kindergarten. Ja, mach das. Ich kümmere mich um den Haushalt. Okay, komm, Paul. Mir fällt auch gerade übrigens ein, dass wir gar keine Arbeit haben. Nein? Nee. Ach, gut. Also du bist doch eh Hausfrau, aber ich muss ja arbeiten. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Oder willst du arbeiten gehen? Uff, zu anstrengend. Ah? Dann werde ich lieber arbeiten gehen. Perfekt. Ja, okay. Ich gehe dann mal arbeiten. Tschüss. Ja, dann geh du arbeiten. Du musst Geld verdienen. Ich bin daheim. Ich muss auf Paul aufpassen. Du hast Sphinx angelassen, den Kamin, glaube ich. Ich glaube, unser Haus fackelt gerade ab. Paul, schnell, ich muss dich abgeben. Ich muss dich abgeben. Irgendwas brennt da. Paul, mir auch. Danke auf jeden Fall an Kindergarten. Danke, dass ihr unsere Kinder nehmt. Perfekt und auf Wiedersehen. Digga, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt brennt unsere Bude. Jetzt ist hier aber SOS. Nein, ich bin nur St. Martin. Ach, St. Martin, gut. Große Laterne machst du. Eine ja, ganz große. Ja, ich bin so normal. Jo. Heilige Bimbam. Da brennt die ganze Bude. Da lässt du die Frau einmal daheim und dann ist da hier die ganze Bude in Flammen. Ich wollte nur St. Martin spielen. Ja, ey, das Haus hat so viel Geld gekostet. Na, du gehst ja eh arbeiten, also deswegen ist das egal. Aber dein Geld gewesen. Ja, das hat doch schon aufgehört. Dann geh ich mal arbeiten. Jo, also aber hier, Günther geht's gut. Ja? Ja, der Hamster Günther. Okay, dann geh ich mal zur Arbeit. Perfekt. Als was arbeite ich denn? Das weiß ich nicht. Ich arbeite einfach als Krankenschwester. Ja, mach das. Ich arbeite als Lehrer. Ich bin auch nicht daheim. Wir sind beide arbeitstüchtig. Was will ich nämlich daheim machen? Das halt das. So, das Pferd kommt jetzt hier ins Behandlungszimmer. Ganz gute Idee. Nee, ich arbeite auch im Krankenhaus, weißt du? Hilfe. Ich tue mich da jetzt auch einschreiben lassen. Wir arbeiten da, da haben wir uns kennengelernt im Krankenhaus. Ich muss erstmal irgendwie ihren Bauch aufmachen, weil wir haben ja eine Bauchkrankheit. Oh oh. Wir haben leider kein anderes Werkzeug. Das muss leider so sein. So. Das eine Kabel muss mit dem anderen zusammengefügt werden. Ein paar Sekunden später. Was sollen wir dran ändern, Leute? Sophie ist jetzt einfach nicht mehr bei uns. Hätten wir die Operation sparen können. Hätten wir lieber einen Kinoausflug machen können. Life.